Wow, ist das Kompliment, das man zu den Fähigkeiten eines Autos machen kann. Und deshalb gibt es jetzt 5 Wow-Fakten zu den Fähigkeiten des Porsche GT3 RS mit Weissach-Paket. Und das wird gut. Ein maximaler Abtrieb von 860 Kilogramm. Aerodynamischer Abtrieb bei 285 km/h. Das ist so, als würdest du bei 285 km/h hier oben einen alten Smart Fortwo aufs Dach drauflegen. Ja, vielleicht schafft ihr das ja bei der Produktion und beim Schnitt, mir das Ganze jetzt so grafisch ein bisschen darzustellen. Das ist der absolute Wahnsinn. Aber eben bei 285 km/h. Und wir können das Ganze ja mal in Relation setzen. Der neue GT3 RS hier mit Weissach-Paket kostet ordentlich Geld. Schafft 3-mal so viel Abtrieb wie ein Basis GT3, schafft 2-mal so viel Abtrieb wie ein GT3 RS Vorgänger, also der 991, und schafft schon bei 200 km/h 409 Kilogramm, die zusätzlich auf die Karosserie draufdrücken. Und das ist so ein wichtiger Punkt, denn du hast damit einfach Last auf dem Auto drauf, du kannst höhere Kurvenkräfte erreichen, du hast noch eine bessere Traktion, ohne dass das Auto insgesamt schwerer wird. Und wie macht er das? Ja, unter anderem mit so einem Allmachtsflügel hier hinten. Ja, der ist sowieso schon eine ganz besondere Konstruktion, weil er irgendwie für den Laien erstmal falsch aufgehängt ist. Fakt ist, der ist an der Grenze des Legalen. Da geht nicht mehr. Also die Höhe hier, die dürfte nicht höher sein, weil dann würde sie übers Dach rausgucken. Die Dinger dürfen das, aber der Flügel selbst darf das nicht. Die Breite ist auch maximal ausgenutzt. Das Ganze ist auch nochmal verstellbar. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil er ein sogenanntes DRS hat, wie bei der Formel 1, also Drag Reduction System, damit er bei hoher Geschwindigkeit, geradeaus, wo ich nicht so viel Abtrieb brauche, wo ich einfach wenig Luftwiderstand haben will, um eine hohe Geschwindigkeit zu erreichen, eben den Luftwiderstand senken kann, indem ich den Flügel hinten entsprechend flach stelle. Ist wie bei der Formel 1. Und wenn ich jetzt hier vorne bin, dann sind wir bei meinem Lieblingsdetail. Es gibt ja ganz viele aerodynamische Details. Gibt auch ein eigenes Video dazu, das könnt ihr euch nochmal angucken. Ich will jetzt bloß noch mein Lieblingsdetail nennen. Das sind die Flügelquerlenker hier. Weil jetzt hier gerade das Rad drauf ist, sieht man die nicht. Aber ich habe ein wackeliges Handyvideo davon gemacht. Das können wir jetzt mal reinschneiden. Und da sieht man die Flügelform der Querlenker. Und jetzt kommt's. Hier vorne kommt die Luft rein. So, die Luft wird nicht als sogenannte Prozessluft genutzt, das heißt für die Kühlung oder zur Verbrennung, sondern die wird aerodynamisch genutzt, streift über diese Querlenker drüber und erzeugt bis zu 40 Kilogramm Abtrieb. Siehst du gar nicht? Da drin durch diese Mini-Flügel-Querlenker. Und das finde ich wirklich großartig. Und das ist auch einer der Punkte, wieso der neue GT3 RS, gerade auf der Nordschleife, so gut funktioniert, wie er funktioniert. Aber trotzdem, einfach nochmal für den Kopf, 285 km/h. Und da oben liegt ein Smart Fortwo auf dem Dach. Schräge Vorstellung. Wow, Bremsen. Das kann man bei Porsche definitiv sagen. Wenn ein Porsche eins bauen kann, dann sind es Bremsen. Das ist der absolute Wahnsinn, was sie da hinlegen. Das klären wir auch gleich nochmal technisch. Jetzt gucken wir erstmal aus 100 km/h und ab geht's. So, bam. Und jetzt kommt ein ganz interessanter Punkt. Ich habe ja eben gerade was gesagt über die Wow-Bremsen, die wirklich unglaublich gut stehen. Jetzt guckt mal hier auf den Bremsweg und sieht 35 Meter. Hä, wieso das denn? Was erzählst du von Quatsch, Alex? Wir haben es hier mit dem Rennwagen zu tun. Das heißt, das Auto hat zum einen Cup-Reifen hier drauf, Semi-Slicks, die müssen warm werden, und zum anderen eine Porsche Ceramic Composite Brake. Das heißt, eine Bremse, die für den Renneinsatz ausgelegt ist. Sprich, die braucht erstmal Temperatur, 200-300 Grad, damit die überhaupt richtig beißt. Und erst dann wird die richtig gut. Bei kalten Temperaturen kann eine Standard-Stahlbremse besser zubeißen, und wir sehen ja gerade bei kalten Temperaturen, als so eine Keramikbremse. Nur der Unterschied ist, die bleibt halt standfest und wird sogar immer besser mit jeder Bremsung. Und deswegen hauen wir gleich die nächste Bremsung raus. Übrigens bei Automotor und Sport mit optimalen Bremsbedingungen schaffen alle Porsche immer 31, 32 Meter. Woran das genau liegt, das erklären wir gleich noch. Mal hier ein bisschen an der Seite, wo wir vielleicht ein bisschen mehr. Zack, 34,5. Ah, die Bremse wird warm. Wir machen noch eine Bremsung bis 100. Wir sind jetzt schon bei 34,5. Wenn wir die Bremse noch ein bisschen warm fahren, dann wird das noch besser. Und
Ah, da haben wir jetzt ein Stück Asphalt erwischt, das ist nicht so gut. Es war ja ein 36. Aber Fakt ist, die Bremse bleibt unglaublich stabil. Und das ist das Wichtigste bei einer Rennbremse. Sie hat die beste Performance erst unter Temperatur. Sie bremst schon wirklich völlig in Ordnung, wenn sie kalt ist. Also mit 35 Meter oder so bist du völlig im grünen Bereich für den normalen Verkehr. Aber wenn du ganz tiefe oder ganz kurze Bremswege erreichen willst, dann musst du eben die Bremse richtig heiß fahren und dann bist du glücklich damit. Weil da fliegen ja die meisten Stahlbremsen um die Ohren, weil die dann sagen, hey, was, so viel Temperatur? Nee, da mache ich Fading, da will ich nicht mehr so richtig. Und da fühlt sich hier diese Bremse erst richtig wohl. Muss sie aber auch, wenn ihr euch anguckt, was die kostet. Ja? Die kostet nämlich im fünfstelligen Bereich. So, nur so nebenbei. Und sieht auch noch geil aus. Und wenn ich sage, sie sieht geil aus, dann schauen wir uns das gleich mal an von außen. Und da können wir auch mal drüber reden, wie das denn so funktioniert mit dieser Bremse und diesem besonderen Bremsfeeling bei Porsche. Falls ihr euch jetzt fragt, wie das Auto aus 100 km/h steht, wenn es wirklich warm gefahren ist, wenn also die Bremse optimale Temperatur hat, wenn die Reifen im optimalen Fenster sind, da reden wir über Werte um die 30 Meter. Und das ist dann absolut amtlich. Das müssen wir jetzt ein bisschen auseinandernehmen. Wir gehen mal zur Bremse hin. Wir haben es ja hier zum einen nicht mit der Serienbremse zu tun, sondern das ist nochmal die PCCB, das heißt die Porsche Ceramic Composite Brake. Die kostet ein Schweinegeld, ja, da kannst du definitiv einen Dacia von kaufen, nur so nebenbei. Wenn du hier auch noch die Magnesiumfelge nimmst und die zufällig mal am Bordstein so anditschst, dann bist du mit Steuer, festhalten, beim Preis eines gut ausgestatteten Dacia Sandero. Weil die einfach nur mal erwähnt haben. So, jetzt zurück zur Bremse. Man sieht ja hier die typische Struktur dieser Bremse. Man hat so fast das Gefühl, die wäre so ein bisschen fragil, weil die hier so ihre kleine Risse hat. Das ist aber genau die Bremse, so wie sie aufgebaut ist. Die ist 41 cm groß. Allmachts-Bremssättel hier. Wir können aber nach hinten gehen. Hinten ist die Bremse ein Ticken kleiner. 39 cm, aber im Prinzip die gleiche Technik. Sie ist trotzdem riesengroß für eine Hinterradbremse. Und das ist die Spezialität auch von Porsche, wieso Porsche immer so gigantische Bremswege abliefert. Denn Porsche hat Last auf der Hinterachse. Das ist ein Heckantrieb. Über 60% sind auf der Hinterachse. Und damit hilft die Hinterachse wirklich nennenswert mit beim Bremsen. Es gibt Autos, Fiat 500 scharfe Versionen, da ist es zum Teil passiert, wenn die gebremst haben, dass die Hinterachse nicht mal am Boden war, das passiert hier nicht. Und das ist ein Punkt, wieso Porsche immer so gigantische Bremswege bei Automotor und Sport hinlegt. Wenn das ganze die ganze Kombination hier in einem optimalen Temperaturfenster ist, dann kann ich wirklich Bremswege zum Teil sogar unter 30 Meter erreichen. Haben wir beim Porsche GT2 RS bei Automotor und Sport gemessen, ist absolut Weltklasse. Wenn sie nicht so im optimalen Temperaturfenster sind, können es auch 5-6 Meter mehr sein. Und eine Sache habe ich noch vergessen. Der Flügel hier, den kann ich natürlich bei hohem Tempo in den Luftstrom stellen und damit auch nochmal eine Bremswirkung erzielen. Ja, das ist ähnlich auch wie in der Formel 1. Ist schon eine Menge Technik drin, aber er stoppt dann zuverlässig und nimmermüde. Der Klang ist wow. Das ist ein absoluter Traumklang. Und da müssen wir uns ein bisschen drüber unterhalten. Denn wir haben es hier mit einem besonderen Motor zu tun. Wir haben es mit einem Saugmotor zu tun. Die meisten Motoren heutzutage sind ja Turbo aufgeladen. Das hat zum einen was damit zu tun, dass du mit dem Turbomotor eben noch ein bisschen mehr Leistung, vor allem im Drehmoment, rauspressen kannst. Aber vor allem auch mit Effizienz. Weil gerade im Teillastbereich sind Turbomotoren effizienter. Und deswegen werden sie heutzutage oft eingesetzt. Auch bei Porsche. Und Porsche treibt das ja zum Teil auf die Spitze. Vierzylinder-Turbomotor, zum Beispiel im Cayman. Wie klingt der? Nicht gut. Tut mir leid, der klingt nicht gut. Und hier haben wir es eben mit einem Sechszylinder-Boxermotor, Sauger zu tun, der bis 9000 Umdrehungen dreht. Und diese Kombination aus dem Sauger plus dem Hochdrehzahlkonzept, das macht halt die Emotionalität des Klangs aus. Wieso klingt ein Sauger besser? Naja, wenn ich einen Turbo im Abgasstrang habe, ist es zum einen gut, weil ich damit ja Überdruck für die Luft produzieren kann. Zum anderen habe ich aber ein akustisch dämpfendes Glied. So, jetzt habe ich hinten sowieso nochmal Endschalldämpfer und so weiter und so fort. Den Akustikdämpf plus dem Turbolader, der die Akustik dämpft. Das sorgt alles dafür, dass das Ganze etwas unemotional klingt. Ja, und bei Porsche kommt es ja ein bisschen darauf an, was für Motoren du hast. Aber so ein Sauger ist halt deutlich ehrlicher, deutlich klarer vom Sound her. Und der nächste Punkt ist Hochdrehzahl.
Ja, welcher Motor dreht denn heutzutage Automotor? Noch über 8000 bis 9000 Umdrehungen. Turbomotoren sowieso nicht. Da musst du natürlich ein bisschen was tun. Also Porsche musste da schon arbeiten und auch Rennsporttechnik verwenden. Wenn du dir den Ventilspielausgleich anschaust, der wird normalerweise hydraulisch gemacht. Es hat aber Nachteile, wenn du gerade bei sehr hohen Drehzahlen bist, dass das ganze System bei den hohen Geschwindigkeiten nachkommt. Also hat man einen starren Ventiltrieb hier gewählt. Wie gesagt, es geht ja hier nicht um einen besonders komfortablen oder harmonischen Motor, in Anführungsstrichen, sondern es geht erstmal um einen, der bissig anspricht und eben auch Hochdrehzahl kann. Der nächste Punkt ist, der Motor muss natürlich auch Kraft entwickeln. Der muss auch nach Kraft klingen. Und Porsche arbeitet auch mit einer Art Aufladung. Bloß ist das eine Resonanzaufladung. Wie funktioniert denn das Ganze jetzt? Wieso Resonanzaufladung? Naja, man muss sich das so vorstellen, wenn so ein Sechszylinder-Boxermotor mit 4 Liter Hubraum, der da hinten drin sitzt, wenn der Luft ansaugt oder prinzipiell jeder Verbrennungsmotor, dann wird die Luft ja nicht gleichmäßig da in den Motor hineingeblasen wie mit einem Föhn, sondern es ist eine Pulsung. Ja, der eine Zylinder bam, 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 nach dem anderen zündet und das sorgt für eine gewisse Frequenz und die hängt wiederum von der Drehzahl ab. Je höher ich drehe, desto höher ist auch meine Ansaugfrequenz. Und diese Frequenz, die spielt wieder zusammen mit der Länge meines Ansaugtrakts. Und da kann es zu einer Resonanz kommen, wenn die Frequenz der Ansaugung, diese Pulsung des Gasstroms, zu der Länge meines Ansaugtrakts passt. Und wenn ich das sauber abstimme, dann kann ich da mit einem etwas höheren Druck Luft in den Zylinder hineinbekommen. Resonanzaufladung nennt sich das Ganze. Funktioniert natürlich nur zu einem bestimmten Frequenz- und auch Drehzahlbereich, logischerweise. Wobei das grundsätzlich bei freisaugenden Motoren so ist. Die Länge und die Auslegung des Ansaugtrakts ist theoretisch optimal für einen bestimmten Drehzahlbereich. So, damit habe ich also darüber schon mal eine Kraft und Emotionalität geschaffen. Kein Turbo drin, plus Hochdrehzahlkonzept. Und das alles sorgt eben dafür, dass der Motor so klingt, wie er klingt. Und man muss dazu auch nochmal sagen, dass heutzutage normalerweise Motoren oftmals, oder quasi in allen Fällen, vom Klang her abgestimmt worden sind. Früher, so 30, 40 Jahren, hat der Entwickler einen Motor gebaut, so Sechszylinder angehört und gesagt, wuh, der klingt aber gut. Ja, das konnte man vorher gar nicht so beeinflussen. Im Groben musste man ein paar Dinge so beeinflussen. Da konnte man noch ein bisschen was über den Auspufftrakt machen, aber wahnsinnig viel war da nicht mehr drin. Heutzutage ist die Abstimmung, Soundabstimmung eines solchen Motors, das ist eine Wissenschaft. Ja, da wird mit Simulationen gearbeitet, mit noch weiteren akustischen Tricks. Vor allem, du musst auch mit den gesetzlichen Regularien Schritt halten, weil die wollen natürlich auch, dass der Motor nicht zu laut klingt. Kleinstsehen hat man am meisten noch ein paar mehr Möglichkeiten. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir hören uns jetzt noch ein paar Sequenzen aus FastLap an, wo eine Kamera und damit ein Nico hinten direkt am Auspuff dran war. Geil, oder? Das ist mega. Das ist Hammer. Das ist einfach nur gut. Und deswegen noch einmal kurz. Das war gerade noch bei 60, 70 km/h. Du musst da nicht schnell fahren. Dann kriegst du Gänsehaut, einfach nur Gas klingen lassen, Verbrennungskonzert und wohlfühlen. So muss das sein. Wow. Beschleunigung wie ein Allradwagen. Und das ist jetzt ganz spannend, denn normalerweise habe ich, wenn ich sehr viel Leistung habe, eine optimale Beschleunigung, nur dann, wenn ich alle vier Räder antreibe, damit ich überall meine Kraft einsetzen kann, damit ich meine Traktion besser nutzen kann. Hier habe ich es aber mit einem reinen Hecktriebler zu tun, also einem echten Hecktriebler. Nicht nur die Hinterachse wird angetrieben, also Hinterradantrieb, sondern der Motor sitzt auch hinten über der Hinterachse. Heckantrieb. Das hat schon mal einen großen Vorteil. Dadurch habe ich sehr viel Last auf der Hinterachse. Hier über 60%. Ja, Vorderachse entsprechend weniger als 40%. Und das brauche ich schon mal, weil wenn ich Kraft hinten auf die Straße bringen will, dann brauche ich auch Last hinten auf der Straße. Und wenn ich beschleunige, dann wirkt auch noch die dynamische Lastverteilung beim Auto mit. Das heißt, das Auto geht vorne hoch und hinten runter. Damit sind schon mal die Voraussetzungen geschaffen. Jetzt müssen aber auch noch die Reifen passen. Die müssen gripstark sein.
Die Motorcharakteristik muss passen, Traktionskontrolle, es muss alles passen, damit ich hier wirklich richtig schnell beschleunigen kann. Und was Porsche da macht, ist für ein heckgetriebenes Auto mit in diesem Fall 550 PS magisch. Ich werde ihn auch jetzt mal beschleunigen, muss aber dazu sagen, wir haben es hier mit einem Auto zu tun, das jetzt gerade noch im kalten Zustand ist. Der ist bei Fastlap, also bei dem Format von Christian Menzel, übrigens unbedingt angucken, sehr, sehr geil, gequält worden. Die Reifen haben also auch schon so ein bisschen was abbekommen. Und die Reifen, das sind ganz spezielle Reifen, die hier drauf sind. Das sind Michelin Cup Sport 2 R Reifen. Da sagt man erstmal, ja, ist doch geil, das sind super grippstarke Reifen, also ist doch alles wunderbar. Ja, dann, wenn sie Temperatur haben. Aber die haben jetzt noch nicht so richtig Temperatur. Deswegen kann es sein, dass wir mehrere Beschleunigungsversuche machen müssen. Sportmodus. So, gut. Festbremsen, wohlfühlen und gucken, was passiert. Das wird spannend, ja, ist alles bereit. Ja, das ist genau der Punkt, den ich mir gedacht habe. Das ist genau der Punkt, den ich mir gedacht habe. Die Reifen sind hoffnungslos durchgedreht. Wir haben in 4,48 Sekunden beschleunigt. Das sind eisekalte Sportreifen. Da kriegst du nichts auf die Straße. Die müssen wir jetzt erstmal ein bisschen warm fahren. Ja, wie die schieben. Uiuiui. Da ist noch nicht so viel Grip da. Die sind noch eisekalt, ey. Krass. Das ist ja krass gewesen. Der ist jetzt wirklich mit Launch Control gestartet worden und trotzdem hat er hier. Also, wir machen noch einen Versuch, aber es kann sein, dass wir an den etwas ledierten Reifen scheitern, vor allem, dass sie so also kalt sind. So, jetzt müssen sie ein bisschen wärmer sein. Wir machen gleich den nächsten Versuch. Zack, bam, nicht viel quasseln. Launch Control müsste automatisch aktiviert werden, wenn ich auf die Bremse gehe und dann beschleunige. Ja, und ab geht's. Ja, jetzt geht er schon besser los. Jetzt sind wir schon bei 3,8 Sekunden. Krass. Das hat jetzt 0,6 Sekunden ausgemacht, dass wir die Reifen jetzt einfach so ein bisschen wärmer gefahren haben. Oi, oi, die sind aber noch kalt. Die schieben ja, das ist ja krass. So. Ich muss sie ein bisschen warm fahren. Es tut mir leid, das ist so ein bisschen Formel 1 jetzt hier. So, und jetzt nochmal hin. Und jetzt gucken. Okay, nicht lang quasseln. Noch ein bisschen nach vorne. Ab geht's. Punkt suchen. Und ab geht's. Launch Control. Ja, schon besser. Schon besser, schon besser. 3,6. Also, der Wagen ist unter optimalen Bedingungen, so hat ihn auch Automotor und Sport mit frischen, noch nicht so ledierten Reifen getestet, in 3,2 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigbar. Ich finde es einfach nur krass, wie man das schafft, bei einem reinen Hinterradauto so deutlich unter 4 Sekunden, fast auf 3 Sekunden zu kommen. Das wäre früher unvorstellbar gewesen mit dem, was man früher an Reifen und auch an Traktionsmöglichkeiten hatte. Aber heutzutage geht das eben mit einer ausgewogenen Traktionsregelung, Launch Control, die richtigen Reifen. Und das ist absolut wow. Das ist der Wahnsinn. Der GT3 RS ist schnell, ohne unglaublich viel Leistung zu haben. Und das ist irgendwie typisch Porsche. Früher hat man ja mal gesagt, Porsche PS sind doppelt so viel wert. Das ist natürlich übertrieben, aber Fakt ist schon, dass Porsche aus der Leistung besonders schnelle Autos macht. Denn sie haben nie die Autos gebaut, die jetzt am meisten Leistung auf der Welt haben. Aber sie haben Autos gebaut, die mit der Leistung sehr schnell beschleunigt haben und auch auf der Rennstrecke unglaublich schnell waren. Und wenn wir hier über den GT3 RS reden, dann reden wir über ein Auto, das heutzutage überschaubar Leistung hat. 525 PS in der letzten Ausbaustufe. Das ist gerade mal 25 PS mehr als der 2010er GT3 RS 4.0, den ich damals gefahren bin. Auch damals Sechszylinder Boxermotor. Und daran sieht man, dass Porsche da gar nicht so viel Wert drauf gelegt hat. Sie haben jetzt hier am Nockenprofil noch ein bisschen gearbeitet, um da noch ein bisschen mehr Luft reinzukriegen, so kleine Änderungen, ein paar PS mehr. Aber das ist gar nicht das Entscheidende, sondern der Rest ist das Entscheidende. Und das finde ich interessant. Und dann nehmen wir mal einen ganz extremen Vergleich. Wir gehen mal auf die Nordschleife. Und wir nehmen uns mal eines der stärksten Autos, das jemals über die Nordschleife gefahren ist.
Und dann nehmen wir das Tesla Model S Plaid mit 1020 PS. Das heißt quasi doppelt so viel Leistung wie hier der GT3 RS. Und war er dann auch doppelt so schnell? Natürlich nicht. Der war, müssen wir jetzt nochmal genau ausrechnen, der Porsche ist es in 6,49 gefahren. Und der Tesla Model S Plaid in den tiefen 37ern. Das heißt, der war über 40 Sekunden langsamer als der Porsche. Obwohl er viel mehr Leistung hat. Weil er eben nicht so auf Abtrieb, auf Fahrwerk, auf Fahrbarkeit auf der Nordschleife setzt, sondern erstmal nur stumpf auf Leistung. Und wenn wir über Fahrbarkeit reden, dann ist das ein ganz spannender Punkt hier an dem GT3 RS. Denn das ist wirklich ein Rennwagen. Das ist nicht einfach nur ein Supersportwagen, das ist ein Rennwagen. Aber mit einer unglaublichen Präzision. Wenn ich hier die Lenkung nehme, ja, wie feinfühlig, wie sauber ich die dirigieren kann, wie genau die auf mich hört. Hier, zack, aus der Mittellage raus. Das ist absolute Präzision, die du auch brauchst beim Einlenken, weil das wirklich auf die Zentimeter drauf ankommt, wie du es triffst. Dann kommt es darauf an, dass dein Abtrieb passt. Dann reden wir über die Fahrwerkskomponenten. Und da ist das ganz Entscheidende. Heutzutage ist es nicht wichtig, ein Auto zu bauen, was bockhart auf der Straße liegt. Das war früher mal so die Vorstellung von einem besonders sportlichen Auto. Oh, Fahrwerk muss straff sein, schön tief und Fahrwerk muss straff sein. Ja, tief ist gut, tiefer Schwerpunkt, kein Thema. Ja, physikalisch weniger Hebel, kann ich höhere Kurvenkräfte erreichen. Aber ein Sportwagen darf heute unter keinen Umständen, schon gar nicht auf der Nordschleife, bockhart sein. Sondern der muss ja Bodenkontakt halten. Der muss ja wirklich, man sieht auch hier, die Straße ist ja nicht perfekt, der muss ja mit den Rädern den Unebenheiten folgen, um eben Kontakt zu halten, um Traktion aufbauen zu können. Und da hat Porsche halt am Fahrwerk, an der Abstimmung, an der Aerodynamik unglaublich gearbeitet und hier eine Fahrmaschine gebaut, die einfach der Wahnsinn ist. Und wo die Leistung erstmal in den Hintergrund rückt. Klar auf der Geraden, ja, da merke ich es. Dort in Döttinger Höhe, da fehlt ja dann ein bisschen was. Aber überall in den Kurven, beim Anbremsen, beim Bremsen, bei der Agilität, da ist das halt nochmal eine ganz andere Nummer. Und deswegen können wir uns noch einen Vergleich anschauen. Auf der Nordschleife, ja, vielleicht kriegen wir ja auch noch das Video rein von der Nordschleife, wo der GT3 RS gefahren worden ist bei seiner Rekordrunde von 6,49. Nehmen wir uns als Vergleich mal einen Mercedes-AMG Black Series. 730 PS, Wahnsinnsauto. Großartiges Fahrwerk, aber eben 205 PS mehr. Und was macht das auf der Nordschleife aus? Eine Sekunde schneller. Und dann damit sieht man ganz klar, und das finde ich wow an diesem Auto, dass es eben nicht auf stumpfe Leistungsmeierei setzt, sondern vor allem darauf, ein perfektes Auto zu bauen, das aus der Leistung besonders viel macht. Und das ist nicht nur eine Stärke vom GT3 RS, sondern, das muss ich ganz ehrlich sagen, über alle Porsche hinweg ist eine Stärke von Porsche, aus der Leistung viel zu machen. Das ist für mich auch der modernere Ansatz, ein Auto zu bauen. Du brauchst nicht viel Leistung, sondern du brauchst ein Auto, das aus der Leistung etwas macht. Jetzt habe ich mir so viel Gedanken gemacht. Was sagst du abschließend noch Staatstragendes zu einem Porsche GT3 RS? Das ganze Auto ist wow. Wenn du sowas nicht magst, dann magst du keine Autos. Das ist der Hammer. Und für mich ist jetzt einfach nur die Frage, was tue ich? Wie kann ich mir den leisten? Häuschen verkaufen, GT3 RS fahren oder Häuschen behalten und keinen GT3 RS fahren? Ihr braucht nicht zu lachen. Das ist eine entscheidende Frage. Oh Mann, 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 Mann! Du fährst 2 Meter mit dem Auto und bist schon glücklich, ey. Das ist doch fürchterlich. Kaum eine 250.000 ausgegeben, schon hast du ein Auto, was dir Spaß macht. Und es muss alles Sonstige passen. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Ach, Jill, hältst du es aus? Noch eine Bremsung? Komm, eine machen wir noch. Ach, nee, hier nicht. Okay, es tut mir leid.
Ich fahre jetzt ganz langsam. Das ist gut. Ach Mist.